Mann, ey, der ist so mies, der Gegner. Hallo, hier bin ich. So. Seine Panzerung ist undurchdringlich. Doch vielleicht können wir es umstoßen. Aha. War wohl nix. Das hat funktioniert. Dass das nicht nochmal klappt, ist so doof, ey. Nein. Hab zu spät geblockt. Hier bin ich, komm her. Hau mich. Ah, das funktioniert halt nicht nochmal immer. Nein. Vergiss es. Junge. Ja, vielleicht. Was? Was ist das denn für ein Mist gewesen jetzt? Das Ding ist nicht gut. Du bist verwundet geworden. Gewesen. Vor allem beim anderen Mal hat er die Werfer ja gehabt, ne? Wundet, bitte heile dich. Baut das Ding da vorne. Nein. Hallo? Auch das da. Und jetzt muss ich mich ganz schnell heilen. Ach, das kann ich nicht essen. Das auch nicht. Oder die. Hallo. Hier bin ich. Ah. Hallo. Das ist noch eine Kugel gewesen. Es hat Ersatzarme aktiviert. Nimm dich in Acht. Okay. Okay. Mann. Nein. Wow. Nein. Warum habe ich das denn eben abbekommen? Uiuiuiui.
Ich muss echt viel, viel mehr Essen mitnehmen, wenn ich bei sowas hin, zu sowas hin. Wow. Geschafft, Link. Ich werde jetzt nicht unvorsichtig. Nein. Wow. Nein. Ach Mann. Ich hätte mich heilen sollen. Scheiße. Ich wurde unvorsichtig. Nochmal. Boah, ist das nervig, ey. Die Kugeln gehen halt auch zu schnell kaputt, ne? Zack. Hallo. Hallo. Ist undurchdringlich. Hier bin Doch ich. Vielleicht können wir es umstoßen. Das hat funktioniert. Okay, das ging nicht. Hier bin ich. Hallo, hier bin ich. Vielleicht kann dir etwas hier in der Umgebung nützlich sein. Vielleicht. Ich mach nochmal neu ran. Nein. Weg. Nein. Ja. Oh Mann, ey. Das kann man auch nie wegdrücken, ne? Das ist halt auch so ein bisschen nervig. Uiuiui. Nicht wundern, wenn ich so ein bisschen stiller bin, ne? Es hat Ersatzmarke aktiviert. Nimm dich in Acht. Ja. Zack. So, komm her. Geh weg. Bald okay. Geschafft, Link. Werde jetzt nicht unvorsichtig. Das Problem ist, wenn das jetzt gleich weg ist. Nein. Uiuiui, ich muss das mal blocken, ne? Nein, 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 nein. Wow. Das
Problem ist, dass das schon wieder leer ist und ich habe keine von denen mehr. Dass ich das aufladen kann. Dann muss ich das gerade mit Teilung machen. Habe ich wirklich keine mehr? Nee, habe ich aufgebaut. Pass auf! Du darfst der Umzeigung nicht zu nahe kommen. Oh Mann. Oh, hier bin ich. Hallo. Hey, hey, hey. Oh Mann, ey. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Gleich wieder da. Wir machen dann gleich mal weiter. Boah, aber das war auch ein Kampf, ne? Uiuiuiui. Verdammt, zieht dann komplett. Es ist halt auch schlimm. Der war wirklich schlimm, der Kampf. Erstmal ein neues Herz bekommen. So. Uiuiui. Ui, ui. Nee. Zum Schluss die Taktik war dann doch noch am besten. Ich bin die Weise des Geistes, vom stolzen Volke der Sonau. Zelda bat mich, dir zu helfen. Bitte nenne mich... Minero. Minero, Weise des Geistes. Endlich treffen wir uns. Schon wieder ausgekommen. Link. Warte mal. Ich danke dir. Nur durch dein... Warte mal ganz kurz, das ist gerade wieder ein bisschen asynchron. Ich starte mal nochmal neu. Zack. Zack. Zum Glück geht das. Deine Hilfe bin ich wieder mit meinem Mysterienstein vereint. Es war vorgesehen, dass ich in eben dem Augenblick erwache, in dem du das Pura-Pad in Händen hältst. Um dir beizustehen, wollte ich das Konstrukt mit meinem Geist beseelen. Doch die Schergen des Dämonenkönigs kamen mir zuvor. Dessen ungeachtet hast du es aus eigener Kraft zu mir geschafft. Link, hier. Ich, Minero, gewähre dir meine Macht als Weise des Geistes. So, nimm denn diese Gabe an.
Damit sind wir auf ewig im Innersten miteinander verbunden. Ich werde nun von dem Konstrukt Besitz ergreifen, um dir meinen Beistand zu gewähren. Was ist jetzt ihre Fähigkeit? Einst in längst vergangenen Tagen lebte ich auf dieser Welt. Es war die Zeit, in der Hyro gegründet wurde. Das Schicksal wollte, dass ich meinen Leib einstieg und bis zum heutigen Tag als körperloser Geist habe. Ich wohnte im Purapet inne und nun mein Wissen mit dir teilen zu können. Den Mannschaften des Dämonenkönigs ist es geschuldet, dass wir uns erst jetzt wahrhaftig gegenüberstehen können. Ich bitte dich um Verzeihung. Lass mich dir nun enthüllen, was du wissen musst. Damals, in meiner eigenen Zeit, in Jahre, die dir unendlich fern erschienen würden. Damals erwachte Zelda als Weise der Zeit und erschien vor unseren Augen. Lass mich dir erzählen von einer furchtbaren Tragödie, die sich einst in Hyrule unserer Reich ereignete. Und von Zelda, die von Mysterienstein trug und durch die Zeit reiste. In jenen längst vergangenen Tagen fasste sie einen Beschluss von unvorstellbarer Tragweite. Lass mich dir von ihrer Stärke und Entschlossenheit erzählen. Und wie sie dieses Gefühl auf das Masterschwert übertrug, welches du nun in den Händen hältst. Vor langer, langer Zeit stiegen die Sonau, Nachfahren der Götter und Besitzer unermesslichen Wissens, aus himmlischen Sphären auf die Welt herab. Sie führten ihr Erbe mit sich, die Mysteriensteine, welche die Mächte ihrer Träger vervielfachten. Rauro, mein jüngerer Bruder, leitete das Volk mit der Weisheit der Sonau. Bald schon lernte er eine junge Irdische namens Sonja kennen und ehelichte sie. Rauro schenkte Sonja einen der Steine und gemeinsam einten sie das Land. König Rauro und Königin Sonja nannten ihr junges Reich Hyrule. Es war ein Ort, der seine Bewohner mit Glück und Zuversicht erfüllte. Doch ach, es sollte Schreckliches geschehen. Die Wüste spie einen grausamen Mann hervor. Ganondorf, Herrscher des Gerudo-Volks. Feige meuchelte er Königin Sonja und raubte ihren Mysterienstein. Mit dem Stein verwandelte sich Ganondorf in ein Wesen, das man den Dämonenkönig hieß. Monster schuf er und sandte sie aus, die Welt zu unterjochen. Hyrule kämpfte tapfer und beherzt, doch der ungeheuer Massen war nicht Herr zu werden. Bald schon stand es vor dem Untergang. Da ersann Rauro eine List, die das Kriegsglück wenden sollte. Er gab seinen besten Kriegern jeweils einen Mysterienstein. So wurden aus ihnen die Weisen und gemeinsam trotzten sie dem Dämonenkönig. In ihrer Überzahl hätte es ihnen ein leichtes sein sollen, Ganondorf zu richten. Doch wehe. Der Dämonenkönig war weit mächtiger, als wir hätten ahnen können. Auch ich war machtlos gegen ihn. Alle Hoffnung schien verloren. Bis Rauro... bis er beschloss, zum äußersten Mittel zu greifen. Einfältige Narren! Rauro, gib auf!
dein Verderben! In Kauf zu nehmen. König Aru! 10.000 Jahre sind ein Wimpernschlag für mich. Mein Sieg ist unvermeidlich. Du irrst. Eines Tages wird dir jemand endgültig Einhalt gebieten. Der Träger des heiligen Bannschwerts. Link, merke dir seinen Namen. Link, sagst du? Das klingt gut. Ich freue mich schon darauf, ihn zu begegnen. Und so hat er sein Leben geopfert, um ihn zu bannen. Okay. Diese Tragödie wird als der Versiegerungskrieg bezeichnet. Unser Leben stand auf Meeresmesserschneide, doch schlussendlich vermochten wir den Dämonenkönig zu bannen. Leider trug ich bei der Schlacht eine schwere Verwundung davon. Meine Zeit auf dieser Welt ging schnell zu Ende. Da erschien Zelda vor mir, in ihrer Hand ein zerfallenes, von der Zeit zerfressenes Schwert. Ja. Als das Masterschwert im Tempel der Zeit aus seiner Hand verschwand, da trat es eine Reise durch die Zeit an, in längst vergangenen Tage, bis es schließlich bei Zelda selbst erreichte. Und siehe nun, führst du es aufs Neue. Das Schwert ist also durch die Zeit gereist, genauso wie du. Ja. Ich kenne es genau. Man nennt es Masterschwert. Ich musste mit ansehen, wie es zersprang. Doch ein Splitter verletzte Ganondorf. Es hat ihn verletzt? Wir konnten ihm damals nichts anhaben. Und nun? Du hast zwar das Schwert, aber was wirst du damit tun? Wenn man dem Masterschwert heilige Kraft zuführt, wird es sich erholen. Es könnte sogar mächtiger werden als je zuvor. Verstehe. Wenn du das Schwert auf diese Weise neu erschaffst, dann könnte es vielleicht wirklich den Dämonenkönig bezwingen. Aber die dafür nötige Macht wird es nicht von heute auf morgen aufbringen. Es würde Äonen in Anspruch nehmen. Das Ganze erscheint mir aussichtslos. Es über endlos viele Jahre zu nähren. Wie soll das nur gehen? Eine Möglichkeit gibt es. Nein, das... Doch, mit diesem Zauber ist es möglich. So hör doch. Der Preis dieses Zaubers ist hoch. Du würdest alles verlieren, was dich ausmacht. Das kannst du nicht... Mineru! Du weißt, dass es dann kein Zurück mehr gäbe. Das Schwert hielt. Da war mir alles klar. Mineru, es war der Grund für meine Reise durch die Zeit. Ich werde das Masterschwert heilen. Link muss es bekommen.
Wie du willst. Dein Beschluss steht nun also fest. All das Leid in unserem Stolz haben wir Sono es mitverschuldet. Und darum werde ich ihm ebenfalls mein Leben widmen, dem Helden, von dem du sprichst. Ich werde alles für Link tun, was in meiner Macht steht. Auch wenn mein schwacher Leib bald vergeht, mein Geist wird an seiner Seite sein. Oh Mann. Hätten die da nicht weiter mit, also mit Synchro machen können? Anstatt Wechsel? Naja. Im Anschluss besprachen Zelda und ich unser Vorgehen und tüftelten gemeinsam einen Plan aus. Wir wollten deine Schritte in der Zukunft leiten, so gut wir nur konnten. Ehe die Wirkung des Miasmas mir ein Ende setzen konnte, wurde ich zu einem Geist, der dem Purapet innewohnte. Und als dies geschehen war, begann Zelda das verbotene Ritual. Sie glaubte fest daran, dass du mit dem Meisterschwert den Dämonenkönig besiegen und Hyrule retten könntest. Du hast bereits die Klinge, die dir Zelda hinterließ. Das Meisterschwert, das jede Finsternis zu bannen weiß. So bricht dein auf den Link. Mit der Klinge, die dir Zelda hinterließ, wirst du den Dämonenkönig Ganondorf ganz gewiss bezwingen können. Aber nicht mehr heute. Schwur von Minero, Weise des Geistes. Zeichne das Paktes mit Minero, der Weisen des Geistes. Rufe damit das Konstrukt herbei, den der Geist von Minero innewohnt, oder entlasse es. Weisung aus uralten Zeiten. Wo ist das Masterschwert? Bei uns? Wo ist das Masterschwert geschafft? Ups. Vorweggenommen. Die Zeit ist gekommen. Ja, wer bist denn du? Ich wollte im Tageuhr mal kurz gucken. Haben wir jetzt eigentlich noch nicht alles, ne? Doch. Den Anwalt und der Wert Minero gemäß der Kunden sehe ich den Untergrund auf der Suche nach Materialien. Als der Lakai des Dämonenkönigs den Geistertempel besetzt hielt, musste ich mich allerdings einstweilen verstecken. Dank deiner Hilfe kann ich jetzt aber wieder meiner Aufgabe nachgehen. Dafür stehe ich tief in deiner Schuld. Bitte akzeptiere nun diesen Fund aus dem Untergrund als Zeichen meiner Dankbarkeit. Antiker Dolch. Diese kurze Klinge aus vergangenen Zeiten kann Gegner in Luft auflösen. Für den Einsatz als Stichwaffe ist sie zu klein. Daher wird sie meistens als Pfeilspitze verwendet. Wie ich dich bereits informiert, sammle ich den Auftrag der werten Minero Materialien. Darum bitte ich dich, mit mir Sonanium aus deinem Besitz auszuhändigen. Und bitte sorge dich nicht. Du bekommst in Austausch auch etwas aus meinem Inventar. Für nur 50 Stück Sonanium erhältst du nicht mehr und nicht weniger als einen antiken Dolch. Okay. Wie viel Sonanium hatten wir denn? 29. Okay. Und du? Sei gegrüßt, ich bin ein Schmiedekonstrukt. Die Werte Minero erschuf mich zur Nutzung der verborgenen Kräfte von Sonau-Energiesphären. Ich beherrsche die besondere Kunst, Sonanium zu schmieden und so Waffen und Ausrüstung zu schaffen. Solange der Geistertempel von Lakaien des Dämonenkönigs heimgesucht wurde, versteckte ich mich. Doch dank dir und der werten Minero kann ich nun wieder meiner Bestimmung nachgehen. Ich danke dir aus der Tiefe meines Herzens. Gewöhnlich würde ich meine Künste niemals für jemanden anderen einsetzen als die werte Minero. Doch du bist ein besonderer Fall. Wenn du mir die passende Menge Sonanium überreichst, gebe ich dir Waffen oder Ausrüstung. Wofür möchtest du es eintauschen? Naja. Nicht wirklich, was wir gebrauchen können, ne? Gar nichts.
Okay. So, was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Als nächstes. Ah, okay. Mann. Nee, das war falsch. Hier drüben muss ich hin. Okay. Oh Mann, ey. Ups. Ging's mir Mikrofon mal wieder. Aber na gut. Dann würde ich nämlich hier jetzt erstmal beenden. Na komm. Boah, ich bin auch völlig fertig jetzt schon. 14 Stunden, das habe ich auch noch nie gemacht. Aber ich konnte einfach nicht aufhören. Mann. Wir haben es kurz nach 12. Also kurz nach 0 Uhr. Das Problem ist, sie quatscht wahrscheinlich auch wieder so viel, ne? Ja, nee. Deswegen würde ich sagen, werde ich hier erstmal die Aufnahme beenden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Da kam ein Stern, eine Stufe runter. Ja. Und dann heißt das wahrscheinlich zum Endkampf. Na gut, bis dann. Ciao, ciao.